Guten Tag, der Uwe aus Thailand. Willkommen im nächsten Großprojekt. Nein, wird nicht groß, wird nur ein Tag. Dann ist das bestimmt fertig. Und zwar machen wir Brombeerplatz. Wir waren letzte Woche, waren wir doch bei der Brombeerfrau in Sakuna Korn auf der Farm da. Brombeeren klauen, Brombeeren essen. Bonn hat sie einen Bauch vollgehauen ohne Ende. Wir haben selber ja zwei Brombeersträuche haben wir schon. Die wachsen aber bei mir nicht so gut, ne? Jetzt hat Porn noch mal 10 andere Pflanzen noch gekauft, kleine? Andere Sorte. Andere Sorte, weil meine haben mit Stacheln... Nicht andere Sorte, andere... Art. Art. Nee, bei Pflanzen heißt es Sorte und bei Tieren heißt es Art. Ja, ja. Das haben wir ja jetzt gelernt dann da. Also, eine andere Sorte Brombeeren, ohne Stacheln. Und jetzt, der Erdbohrer läuft wieder. Da war ja bei der Kaimauer der Schlauch von dem Erdbohrer, der war ja kaputt vom Vergaser, die Ansaugung. Den habe ich ja jetzt besorgt hier. Jetzt läuft die Maschine wieder, der Erdbohrer. Wir haben, wie viele Ständer hast du gekauft? 10. 10. 10 Betonständer. Die kommen jetzt hier rein. Die werden also jetzt hier mit Erdbohrer, Löcher bohren, Pfosten rein, Beton wieder rein, natürlich. Ne? Und das machen wir dann heute. Dann wird es mit Draht, glaube ich, machen wir es dann diesmal. Ne? Vorher hatte ich ja Bambusständer dran. Bambus, ich sagte schon viele Mal, das ist alles gut und schön. Billig kostet ja nichts, aber es hält auch nichts. Ne? Also, wir machen es richtig jetzt mit Betonpfosten und mit Verdrahtung, dass die Pflanzen da schön hoch ranken können. Auf geht's. Genau, mach erstmal einen Plan hier. Jetzt pass auf, wir haben, wie gesagt, ich habe 2 Brombeersträuche habe ich da. Das war ja hier vor mit dem Bambus da, das ist natürlich jetzt schon halb abgebaut hier. Schwarze Brombeeren. Es kommt aber wenig, ne? Also und auch hier mit den Schädlingen da, die wo dran sind, aber die hat die Frau auch dran und sie sagt, sie macht da nichts dran, weil die gehen nur an die Blätter und an die Früchte nicht. Und sie hat schwarze Erde drauf, ne? Also es kommt schon. So, und das wollen wir jetzt mal vernünftig groß aufziehen hier. 100 Watt für 100 Gramm Brombeeren, Halleluja. Ha, Maschine läuft. Gezeigt, also jetzt nicht nur so machen, sondern du musst ein bisschen. Die vorher gesagt hat, lang! Läuft die Maschine nicht, ne? So helfen macht er nicht, ne? Bisschen. Was passiert? Was passiert? Was ist passiert? Jetzt wieder genau. Nee, nee, wieder oh, gemacht, ja. Nee, nee, man kann. Ach, die Pferde.
Verbindung, Verbindung vom hier, ja, da unten in dem Loch drin, da, ne, siehst du hier, ne, da, ne, da, ja, ja, da. Ja, ich hatte, warte mal, ich hole was anderes. Weiter geht's, in den Bus rein. Hart. Chrom, Vanadium, das hält. So. Fällt mir gerade ein. In Deutschland noch, Bandscheibenvorfall gehabt. Anschließend kam die Reha-Klinik, Stuttgart, Bad Rappenau. So. Und da war eine von den Übungen da. Da waren wir so ein Männerkreis. Alles so alte, gut, Männer jetzt dann da, ne? Alle Krücken jetzt kaputt. Und dann war so ein Therapeut da. Der war auch so ein bisschen warmer Bruder da, ne? Scheißegal. Auf jeden Fall dann er dann so. Und jetzt eine ganz wichtige Übung. So, also locker hinstellen, Knie leicht gebeugt, Hände an die Hüfte und dann locker das Becken nach vorne und hinten schwingen. Und dann musst du dir vorstellen, wir sitzen, wir stehen in so einem Kreis drum, weißt du, alles hier, gut, Männer da und gegenüber auch einer da und macht hier, ja, das ist gut. Reha-Klinik Bad Rappenau, sehr zu empfehlen. Der Boden ist so hart und trocken jetzt. Ich hab gesagt, jetzt mal gleich mal probieren, Wasser rein. Wasser reinmachen, mal probieren, ob es dann besser geht. Hart wie Kruppstahl hier. Was ist das denn für ein Boden hier im Isan hier? Sandboden, ne? Sandboden, aber wie jetzt gesagt, mehr, nicht so geizig. Finja auch hier. So, Sandboden halt, ne? Und der ist wirklich, also wenn der trocken ist, hat Gestein, ne? Aber wenn jetzt gut regnet, dann ist er wirklich weich dann. Aber so hatten. Adolf wieder Security machen hier. Ja? Security machen, Adolf, ja? Richtig so. Oh, ja, schön springen, schön springen. Schön, ja. Ja, der Boden ist nicht gut, ne? Das sieht man schon, ne? Der Boden ist nichts. Wasser geht gar nicht weg, ne? Das wird gar nicht aufgenommen. Wird gar nicht aufgenommen, das bleibt einfach drin stehen, ne? Wird nicht aufgenommen vom Sand hier. Kein guter Boden im Isan, bei uns auf jeden Fall, ne? Immer schön schwingen. Jawohl, immer schön schwingen. Genau, langsam schwingen. Und drücken und drücken und schwingen und schwingen. Tiefer, tiefer. Hart. Der Hart ist doch schön. Neuner Äpfel. Zimtapfel. Aber die kommen erst im Juli. Samdörn. Im Juli kommen die. Abi. Ja, aber du musst ein bisschen warten noch, gell? Ja. Test. Da du. Hast du schon mit 10 Minuten getrennt? Oh my God.
aber die kleinste Chance genommen, da die ich hab, ehrlich gesagt. Vorhin. Ich hab eine Bohrmaschine. Nee, die Erde kann nicht. Wie, was kann nicht? Erde. Was hast du eigentlich für schöne Schuhe wieder an hier? Hausschuhe. Sind das Sicherheitsschuhe? Sicherheitssocken? Nein. Der Kameramann hat neue Sicherheitsschuhe gekauft. Nein, lass mich nicht an. Tada! Die Ball. Auch hier. Ja, siehst du? Oh, die Lomme. Siehst du? Ich wollte meinen guten Spaten hier jetzt nicht für hergeben, ja? Habe ich gesagt, nee. Der wird ja ganz schmutzig, mein Spaten hier. Mein neuer, nee, habe ich gesagt, nein. Was ist jetzt mit der Maschine? Ey, ist das nicht gut oder was? Die Sand. Die Sand? Ja, das macht doch die Maschine. Sicher. Ich schwöre. Wenn es so aussieht, ist das schon gut, das reicht. Ne? Da kommt ja nicht so viel Gewicht, kommt da jetzt nicht dran. Guck, das reicht. Ne? Ständerle ohne Fuß reicht auch. Kostet 95 Baht einer. Wenn wir Food müssen order, wie lange? Ja, das braucht aber jetzt hier nicht. Das ist, so viel Druck kommt da auch jetzt nicht drauf. Das ist ja nur für die Brombeeren, das reicht. Hast du 10 Ständerle jetzt gekauft? Ja. Einer mit 95 Baht. Ja. Was haben wir denn jetzt vor ein paar Tagen eingenommen mit die Litschis? Das war 750 Baht. Mhm. Das reicht ja noch nicht mal. Muss ja drauflegen, ey. Ja, nee, also ich will nur mal sagen, gell, also 750 Baht für die Litschis, da ist schon wieder weg hier, ne? Da, schon wieder Ständerle, aber Brombeer gibt ja mehr, sagt meine Frau. Brombeer gibt ja mehr Geld wie Litschi. Schwül, Leute. Schwül wie Sau. Und die drei kleinen Racker kommen auch wieder an hier. Drei kleine Racker. Kira. Kira. Hey, komm. Kira, Häpfling. Mama, die Babys, Kira. Hey. Warte in einem Moment. Mit Porn ist sicher. Porn sagt sicher. Ja. Porn schwört. Ja, guck mal. Kann noch nicht sehen. Noch nicht essen, nee. Kann noch nicht sehen. Fetter geworden ist sie schon, ja. Endlich wieder Zement von Hand anmischen. Ja, Kinder. Ich war schon Betonmischer. Hier eine Maschine. Ein altes Thema, ein altes Thema. Also Jungs, das mit dem Betonmischer. Der Holger Ulrich, der möchte ja eine Spendenaktion starten. Er hat auch schon 50 Euro schon gespendet für den Betonmischer. Ich weiß genau, dass das wieder ein Shitstorm hier auslösen wird, dann da von wegen hier Spenden und so. Ne? Ich weiß das schon. Er möchte aber das ganz gerne in die Welt rufen, da einen Betonmischer Spendenmarathon machen hier. Ich habe geguckt im Taiwasserdu. Da kosten die, mein Gott, die kleinen fliegen wieder hier, so viele. Da kosten die 31.000 Baht. Aber das ist eine vernünftige Maschine. 31.000 Baht. Die hat doch Kraft. Jetzt gibt es im Lazada, hat er mich auch da schon drauf aufmerksam jetzt gemacht, gibt es die für den Hälftepreis, so für 10.000 Baht. Habe ich so jetzt gesehen, aber Leute sind damit nicht zufrieden, weil die Maschine ist einfach zu klein. Die hat ja nur 350 Watt oder war 600 Watt oder so. Das Ding zieht halt kein Hering vom Teller, ist auch klar. Wenn du jetzt da einen Sack Zement drin hast, dann da und hast mal eine Schubkarre Sand noch rein, da. Jungs, die Maschine muss drehen können da, ne? Also wenn du damit zum kleinen Spielzeug kommst, ne, das ist alles wieder nichts dann da, ne? Also deswegen sagte ich auch schon zum Holger,
Wenn, dann müsste es eine vernünftige Maschine sein, die wohl Kraft hat und die kostet 31.000 Watt. Und das ist verdammt viel Geld. So viel Geld würde gar nie zusammenkommen. Und wenn ich da wieder was Halbes kaufe, da, weißt du, ich kaufe mir jetzt eine kleine Maschine da, dann ist das zwar alles gut und schön für ein, zwei Tage, danach ist das Ding wieder kaputt. Ne? Also da bringt dann auch wieder nichts. Ne? Deswegen habe ich zu ihm gesagt, komm, lass das sein. Ich habe Maschine, habe ich ja da, guck mal hier. Die hat zwei Beine da, hat zwei gesunde Hände da und das gibt auch stramme Möpse. Da brauchst du keinen Schönheitschirurg mehr, du, das ist einwandfrei. Oder Porn? Ja, da lacht die Porn. Also, ne, das mal zu dem Thema vom Holger und ich würde sagen, das kriegen wir so nicht hin. 31.000 Watt ist auch zu viel Geld dafür dann da. Ne? Die sind teuer hier in Thailand, ne? Ja gut, das war's mal zum Thema Betonmischer. Okay. Ich wüsste gar nicht, ob die damit auskämen da mit so einem Betonmischer da. Die wollen auch lieber alles da von Hand machen. Das mögen die ganz gerne so. Da haben sie gleich die richtige Menge da. Und in so einen Betonmischer geht ja auch nichts rein. Da hast du ja gerade mal eine Stubkarre drin. Ne? So. Die mischen lieber hier von Hand an hier und geil hier gleich fertig machen. Ne? Aber Sockerbock heute drin, was ist denn alles für ein Schrott noch drin hier? Stroh und was? Die sind vom Hinten. Hast du von hinten geholt? Ja, wie so geistig. Sparsam. Sparsam muss sein. Ganz hinten am Teich 3 an der Mauer, da lag noch Sand, da haben wir noch Sand geholt. Wir sind da hier vorne, sind wir hier. Ja. Kommt der nächste. Kommt der nächste hier. Der hier, das ist Bem, auch ein Sohn von Lee, der kommt aber nicht so gerne mit, weil er immer arbeiten muss. Den habe ich Schule, er ist jetzt 16. Den habe ich kennen und jetzt gelernt, da war er ganz klein, da ging er mir bis zum Knie. Und jetzt gucke mal, 1,72. 1,72, ja gut, also größer als vorne ist keine Kunst, das ist klar. Aber Zeit vergeht, ne? Wann macht die Schubkarre? Gut, ne? Gut. Also wäre was, wenn die auch schon wieder kaputt wäre, ehrlich du. Ne? Würde ich aber sagen, ehrlich du. Gut, sagen sie. Damit arbeiten sie gerne. Da passt was rein. Gut. Immer locker aus der Hüfte. 1 stecken. Rein ins Loch. Zack, zack. Beton rein. Aber dünn hier, wa? Aber Stein ist ja, will auch nicht. Kuh ist ja. Ja, gut, ja? Gute Maschine, ja? Da die Maschine, ich sag dir ehrlich so. GMC, ja? V8, Diesel. Maschine hier. Das machen denn meine Mahashanuk? Bliau! Ja. Nicht sauer. Aber das sind ganz leckere Dinge. Die sind nicht sauer. Die sind nicht sauer. Hat man keine Angst. Nein, nein, die sind nicht sauer. Das sind ganz leckere. Ganz andere Sorte ist das. Siehst du hier? Ganz andere Sorte hier. Schön. Schön.
Den habe ich vor 2 Jahren habe ich den gepflanzt. 2 Jahre. Ja? Geht schon, ne? Geht. Für 2 Jahre sieht er gut aus. Nein, die werden nicht verkauft. Wir sind alle selber. Oh, ruck! Oh, ruck! Ah, siehst du, jetzt sitzt er. Jetzt sitzt er. So, schön mit Eimer wieder. Das ist der altväterliche Verdichter. Ne? Es gibt so neumodische Kram, gibt es da schon, so einen komischen Verdichter da. Ne? Ja, das brauchen wir nicht hier. Schön nach Altväter-Sitte hier. Nach Altväter-Sitte. Wasserwaage liegt da dumm rum. Das ist auch gut. Schön. Wer ist dick und wer ist klein? Ach so, die da. So, hier, zack, Verdichter rein. Prima. Bisschen gerade, mein Schatz, bisschen gerade, ja? Ich guck mal, Wasserwaage war da, Engel war der Wahl. Morgen hang, ne? Morgen fanfan, ne? Ja, wir haben 2 ausgerichtet da. Jawohl, der Verdichter arbeitet. Deutsche Wasserwaage hier. Ah, guck da hier, deutsche Wasserwaage hier. Da. Von wegen mit Augen nehmen hier. Okay. Okay, sagt er. Wollt ihr nochmal kontrollieren? Passt schon. Kommt nicht drauf an, die Scheiße da. Wo ist der Verdichter? Wo bleibt der Verdichter? Der Verdichter kommt nicht hinterher. Die machen mal hier Loch, die machen mal da Loch rein hier. Dann sag noch einmal. Immer nur ein Loch bitte befüllen. Siehst du hier? Geschultes Auge, das reicht genau für die 9 Ständerle da. Aber Eibob frei, du. Und nein, da kommt kein Bambus zwischen, da machen wir Draht zwischen. Ne? Ganz einfache Kiste. Machst du Draht zwischen. Oder man könnte auch die mit Moniereisen nehmen, die halten noch ein bisschen länger. Weil davon haben wir noch so viele noch da. Da haben wir noch so viele von da. Kann man eigentlich auch nehmen, du. Ja, mit denen wäre das die langlebigere Wahl. Ne? Mit den dicken Eisen da. Aber schweißen muss man das jetzt nicht. Ne? Gehst du hier dran hier. Machst du auf hier, aufklappen hier, ne? Zack, zack, umkloppen wieder und dann hält das 100 Jahre. Ne? Das muss jetzt nicht verschweißen. Ne? Gar nicht was übrig hier. Gar nicht was übrig hier. Hast du viel gemacht? Hey. So, Jungs, trocknen lassen. Und dann machen wir gleich weiter mit den Verstrebungen. Guck mal. Guck mal, die sind heute auch ganz kaputt, ehrlich du. Also nee, ganz dünn. Ganz dünn ist auch und ganz kaputt auch vom Schwül alles hier. Du, heute ist wirklich schwül, ne? Gell, Dicke, heute schwül, ne? Heute schwül, ne? Hunde, Hunde, Hunde. Heute schwül, ne? Eifersüchtig jetzt, ne? Jetzt eifersüchtig wieder. Jetzt wieder eifersüchtig. Aber Jungs, ich gehe erstmal in den Pool jetzt, ehrlich du. Es ist verdammt schwül. Auf geht's im Pool. Kommt ihr mit? Und siehe da, alles fest.
Wie, glaub nicht, schon fest, glaub ich nicht. Ja, Moment mal. Übernachten, ist klar. Fest. Das heißt, jetzt kommen hier dann die Verbinder dran. So, wir nehmen jetzt diese Eisen hier. Und das Problem ist jetzt natürlich da, wenn du die da so hinhängst, so einfach so schlabber, ne? Diese Eisen hier, schlabber. Ne? Dass die dann, ne? Dass die dann nicht durchhängen, ne? Dass die dann nicht durchhängen. Oder doch lieber den Draht nehmen, du. Dann schön spannen. Da sehe ich jetzt die Gefahr, dass es dann nicht stramm genug ist, ne? Sägehammer, Schwanz benutzt man ganz. Das erste, was ich gelernt habe in meiner Lehre. Sägehammer benutzt man ganz. Nee, Sägehammer, Schwanz. Sägehammer, Schwanz benutzt man ganz. Benutzt man ganz. Benutzt. Da hängen wir mal den. Ole. Und jetzt umbiegen. Oh, nein. Kann den Hängen zum Kleidung anfangen. Echt? Zieh nochmal. Ja. So viel aber auch nicht. Gell, von wegen Kleidung hängen da. Ja. Ja. Oh, man beide. Ja. Ja, gut, es reicht dann, ne? Ja. Aber das ist natürlich jetzt langlebiger, wie als wenn du jetzt einen Draht nimmst, ne? Ja. Draht, boah, wird auch wieder schnell durch und der hält schon wesentlich länger, der, ne? Ne? Okay. Wann kommen die Brombeeren? Vietnam, Songkran, 18. Sende. 18. Sende. Das heißt, dann müssen wir die reinstecken, pflanzen und dann nach 2 Wochen ernten. Kann ich meinen Maibach schon bestellen? Vor was? Wir werden doch jetzt hier steinreich, sagen es alle jetzt hier. Unsere Litschi hier war ja Bombenergebnis da, du, und Wahnsinnsergebnis hier. Und jetzt hier noch Brombeerfarmen aufmachen, du. Sägehammer, Schwanz benutzt man ganz. Sag doch mal, Porn. Sägehammer, Schwanz benutzt man ganz. Ah, man kann stehen lassen. Brombeer schon gleich dran getüttelt hier. Ja, also die alte noch, ne? Die mal dran getüttelt jetzt. Schön, es funktioniert. Schwarze Erde, mein Schatz. Nein, bitte nicht nachfragen. Schwarze Erde, noch nicht kaufen. Ja, aber Tante hat gesagt, hier schwarze Erde. Ja, ihn noch nicht gekauft hier. Ja, dann musst du warten. Ist egal. Dann warten wir, bis schwarze Erde kommt. Boah. Ja, komm. Ja, kann also, was ist hier drin? Auch schon? Schwarze Erde. Ohne schwarze Erde. Ihr seid Helden.
Ich fahre extra hin und gucke mir das an, wie das funktioniert. Und die machen wieder ohne schwarze Erde. Nee, 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 nee. Was ist hier? Jawohl, auch wieder drauf hier. Nachher mögen die das vielleicht gar nicht. Hühnerkacke. Kann ja auch sein, dass denn das zu sauer ist. Hühnerkacke. Verstehst? Gut, das alte abgeschnitten hier, ne, ist klar, das alte weg. Und dann lass mal wachsen. Wie gesagt, die kommen nächste Woche, die anderen Pflanzen. Und die werden wir dann hier nachher so alle hinpflanzen. Und dann hoffen wir mal auf reiche Ernte. Mein Schatz. Schau noch eine von den alten da, aber die ist abgebrochen, die haben es abgeknackt. Den Haupttrieb, egal, wächst wieder. Schön. Brombeerpark. Machen wir auch eine Webseite auf jetzt? Ja, wenn so gut alle komplett weg. Ja, aber dann... Alle komplett weg, bitte helfen. Aber ich glaube, Porn, wenn da so eine kommt, so wie du, und du sagst auch so hier 100 Gramm, 100 Baht, all you can eat, dann ist das alles weg? Nein, bei Pornfana oder bei Uwe nicht ziemlich. Und vor allen Dingen, wenn du dann noch, wenn eine Schwester von dir kommt, dann, ja klar, ey, super. Hallo, Adolf, so gut essen. Oh ja, Adolf ist sie auch, ne? Also, das sind schon mal 1, 2, 3, 4 Stück. Vier Brombeeren, das heißt, das sind mal ja, knapp 100 Gramm hier, ja. Aber wenn nicht. Ah, nee, nee, komm. Warten. Bis das da mal kommt hier, ne? Ja. Aber wie gesagt, also es wachsen Brombeeren hier. Wir werden jetzt mal die andere Sorte ohne Stacheln jetzt versuchen. Ohne Stacheln. Und die soll dann besser wachsen, sagen sie. Ne? Und schwarze Erde drauf, also diese Reisernte, Reisbrand, sagt man, glaube ich, oder? Reisbrand? Ja, genau. Der dahinter. Ne? Schaut mal hier bei dem Brombeer-Video letzte Woche. Da habe ich das ja gezeigt. Ne? Das war's jetzt von den Brombeeren. Schwierig für die Teils das auszusprechen. Brombeeren. Das war's jetzt. Und ich würde sagen, teilen, liken, kommentieren, abonnieren. Wer noch nicht abonniert hat, hier unten rechts den Abo-Button drücken. Für alle, die noch hier neu auf dem Kanal sind. Nicht vergessen, zack, seid immer auf dem Laufenden, was in Thailand hier bei Uwe und Porn abgeht. Das war's heute und tschüssle. Gott rei, Gott schee, Gott satt auf ein Gott die Tarni, na ka, für den Gelang, der Herr, Gab Uwe und Family, ka. Ka, Gab und Ka, tschüssle, ha, wo die Erde ist, sehr gut, wieder Ruhe und Fiati. Und tschüssle. Und ich gehe jetzt erstmal im Pool. Ich habe geschwitzt heute. Und tschüssle. Tschüss.